Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Heute schauen wir uns eine Waffe an, die wirklich sehr, sehr unterschätzt ist. Nicht so viele Leute spielen die Waffe, aber sie ist wirklich eine extrem starke Waffe. Und zwar ist es eine MP, es ist nicht die MP5, es ist nicht die MP7, es ist die PP19 Bison. Die PP90 ist damals das erste Mal in Modern Warfare 3 aufgetaucht und natürlich, um einen Vergleich zu haben, werden wir später noch ein bisschen MW3 zocken, um einfach den Vergleich zu haben zwischen der PP19 und der PP90 von damals. Es sind im Endeffekt fast die identischen Waffen. Und natürlich, wie immer, wenn wir uns eine Waffe anschauen, gibt es wieder ein bestes Klassensetup für die Waffe. Einmal im Multiplayer, da ist die Waffe wirklich auch einer der stärksten MPs meiner Meinung nach, und im Warzone-Modus, in dem die Waffe, glaube ich, sehr, sehr unterschätzt wird von den meisten. Und bevor wir jetzt aber reinstarten, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine COD-Videos bzw. Modern Warfare-Videos in Zukunft verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo, da würde mich echt mega freuen. Und nochmal vielen Dank für 3300 Abonnenten. Es ist wirklich heftig, was zur Zeit abgeht. Bin wirklich sehr dankbar für den ganzen Support und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der Runde. Let's go! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Lobbys sich so mit dem Season 4 Update irgendwie nochmal ein bisschen verschlimmert haben. Ich weiß nicht, ob das Ganze nur mir so vorkommt, aber die Lobbys im Multiplayer sind wirklich extrem schwierig zu spielen. Also irgendwie jetzt noch mehr als vorher. Schmeckt. Noch einer. Let's go. Die Waffe lässt sich wirklich extrem nice im Multiplayer spielen. Aufgeputscht ist wenigstens ein Modus, in dem sich die Gegner so halbwegs bewegen, weil sie halt einfach sich bewegen müssen, sonst sterben sie irgendwann. Ich weiß gerade echt nicht, was ich sagen soll. Es macht gerade mega Spaß, obwohl ich mich gerade einfach noch über die Multiplayer-Lobbys beschwert habe. Ich habe ja damals meine erste Road to Damascus-Folge mit der Bison aufgenommen und damals war sie auch schon wirklich echt eine gute Waffe, aber irgendwie jetzt fühlt sie sich einfach noch ein bisschen besser an. Wie gesagt, die erste PP90, die wir damals hatten, gab es ja in MW3. Auch einfach eine absolute Nostalgiewaffe. MW3 war aber nicht das einzige COD, in dem es die Waffe noch gab. Und zwar gab es die Waffe, wenn ich mich nicht zu 100% täusche, auch damals in Ghost. Obwohl ich mich auch an keine Waffe aus Ghost erinnern kann, außer die AK-12 und die Honey Badger. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Waffe damals zur MW3-Zeit gezockt habt oder ob ihr sie zum Beispiel in Ghost auch gezockt habt. Der größte Vorteil, den ihr hier habt, ist einfach dieses 84-Schuss-Magazin, das man sich ausrüsten kann. Die Bison ist die einzige Waffe, die 84 Schuss im Magazin hat. Das ist natürlich ein extremer Vorteil, vor allem auch im Warzone-Modus. Ich check. So, nach der Runde werde ich euch auf jeden Fall das beste Klassensetup für den Multiplayer zeigen und danach zocken wir noch ein bisschen Warzone, versuchen da ein bisschen was live zu erspielen. Ich muss sagen, Season 4 gefällt mir das jetzt richtig gut. Die Waffen, die wir bekommen haben, sind gut. Die Maps, die wir bekommen haben, sind auch wirklich gut. Und auch allgemein der Content, den man im Battle Pass bekommen kann, ist auch wirklich sehr, sehr nice im Vergleich zu der ein oder anderen Season, die wir bis jetzt hatten. Digga, was? Schwierig. Das. Aber ich wette mit euch, sie werden jetzt alles tun, um hier wieder hochzukommen. Wie sie natürlich direkt erhaut, er platziert die Claymore und geht wieder weg. Wie versprochen gibt es jetzt das beste Klassensetup für die PP19 im Multiplayer und testet die Klasse gerne so und schreibt mir eure Meinung dazu auch in die Kommentare, wenn ihr es getestet habt. Alles, was ihr hierfür braucht, ist der Monolith-Schalldämpfer für die effektive Reichweite und die Geräuschschalldämpfung. Dann den 8,7 Zoll Stahllauf für die effektive Reichweite, Kugelgeschwindigkeit und Rückstoßkontrolle. Dann den taktischen Laser, einfach, dass ihr noch ein bisschen besseres Aim aus der Hüfte habt. Wenn ihr jetzt quasi Gegner habt, der jetzt direkt vor euch steht, könnt ihr den teilweise auch einfach ein bisschen besser wegsprayen, wenn ihr dann den Laser seht. Dann haben wir den Corvus Basisschaft für die ZV-Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit beim Zielen. Allerdings, wenn ihr die Waffe jetzt noch ein Stück beweglicher machen wollt, aber dafür ein bisschen auf die Präzision, auf die Distanz verzichten wollt, könnt ihr natürlich auch ohne Schaft spielen. Dann ist die Waffe wirklich noch um einiges beweglicher und im Nahkampf noch ein bisschen mobiler und auch natürlich auch ein bisschen besser dadurch. Und dann zu guter Letzt der Aufsatz, der die Bison von anderen MPs natürlich um einiges abhebt, und zwar ist das 84-Schuss-Magazin wirklich extrem heftig, vor allem im Warzone-Modus, wie gesagt, weil ihr einfach dort allgemein ein bisschen mehr Munition braucht, um Gegner zu droppen. Deswegen ist das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr OP. Und das ist auf jeden Fall mein Multiplayer-Bison-Klassen-Setup. Wie gesagt, das Warzone-Klassen-Setup gibt es natürlich auch noch im Verlauf des Videos. Und jetzt würde ich sagen, jumpen wir rein in die Warzone. Let's go. So, ich versuche das Ganze auf jeden Fall jetzt auch nicht zu ernst zu nehmen, sondern einfach ein bisschen, ja, entspannt zu spielen und versuchen, ein bisschen Spaß zu haben.
Hallo? Danke. Okay, wir haben die Bison auf dem Boden gefunden. Und selbst die Standard-Bison ist in Warzone wirklich absolut okay. Ein K.O. Letzte Woche mit dem Season-Update kam ja auch der neue Operator Guest, der eigentlich auch relativ nice aussieht. Allerdings, das Bundle allgemein ist jetzt auch nicht so spektakulär. Und natürlich im Verlauf der Season, ich denke mal mit dem Mid-Season-Update oder so spätestens, werden wir noch einen Operator bekommen, der sich Rose nennt. Das ist dieser merkwürdige Charakter, den man auch, ja, im Ladescreen hat. So, und das ist meine Bison-Klasse, wie ich sie im Warzone-Modus spiele. Also ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Waffe. Und wie gesagt, der heftige Vorteil von der Waffe ist einfach, dass sie 84 Schuss im Magazin hat, was wirklich geisteskrank ist. Digga, wie es laggt. Fuck. Zwei Gegner. Okay, einen ausgelöscht. Let's go. So, das ist der zweite. Es gab ja jetzt bis jetzt in jeder Season drei richtige Waffen, die man zocken konnte. Und in dieser Season wird es eine Waffe, auf die ich wirklich extrem gespannt bin. Und zwar geht es um die Barrett. Eine Sniper, die wir jetzt auch bis jetzt in jedem MW-Teil schon hatten. Ich glaube, wenn die Waffe sich so spielen lässt, wie sie sich damals spielen lassen hat, dann wird es, glaube ich, auch mit Abstand die beste Sniper, die wir in MW haben. Ich hoffe, das Zelt schützt mich. Oh, let's go! Also 84 Schuss sind wirklich extrem wichtig. Ich habe gesehen, man kann auch teilweise extrem heftig veraimen und trotzdem irgendwie hat man irgendwie noch eine Chance. Wahrscheinlich ist sie gerade gepatcht worden. So, das wäre es auf jeden Fall vom Warzone-Modus. Wie gesagt, es gibt jetzt das beste Klassensetup für die PP90 im Warzone-Modus. Wirklich eine sehr, sehr nice Waffe. Natürlich ist vielleicht die MP7 oder die MP5 stärker von der allgemeinen Waffenstärke. Allerdings, da die Waffe 84 Schuss im Magazin hat, hat man natürlich dadurch einige Vorteile und auch allgemein, ich bin eh nicht der Spieler, der immer dieselben Waffen spielen will. Und auch allgemein, ich finde es persönlich eh ein bisschen besser, wenn man quasi die Waffen ein bisschen durchwechselt, nicht immer nur die beste Waffe spielt, einfach ein bisschen Abwechslung hat. Alles, was ihr für das Setup braucht, ist der Monolith-Schalldämpfer, der 8,7 Stahllauf, der taktische Laser, 84 Schuss Magazin und eigentlich ist alles gleich wie beim Multiplayer, außer das gummierte Griffband für die Rückschusskontrolle, dass ihr einfach auf die Distanz noch ein bisschen besser aimt und auch allgemein ein bisschen bessere Präzision mit der Waffe hat. Und ja, das ist mein Klassensetup für den Warzone-Modus. Ich persönlich komme so wirklich sehr, sehr gut klar. Ihr habt gesehen, auch wenn man jetzt irgendwie veraimt mit der Waffe, hat man trotzdem immer noch Möglichkeiten, die Gegner zu holen, weil die Waffe, wie gesagt, so viel Schuss im Magazin hat. So viel auf jeden Fall zu der PP19 aus Modern Warfare. Und jetzt machen wir eine Zeitreise zum guten alten Modern Warfare 3 mit der originalen PP90. Dildogan, wir sehen uns in der Runde. Let's go. So, da sind wir auch schon in MW3, eins der besten CODs aller Zeiten. Dieses klassische Menü ist einfach perfekt. Dieses Game ist allgemein auch einfach wirklich perfekt. PP90 M1 und wir werden uns das Ganze, wie gesagt, jetzt in-game anschauen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Let's go. So, Team Deathmatch auf Village und man merkt schon, das Movement ist wirklich komplett was anderes. Also viel, viel langsamer, aber trotzdem, dieses Game ist wirklich absolut Liebe. Okay, da ist auch schon direkt der erste Gegner. Und ja, er spielt ganz normal. Gönnt euch einfach diesen Sound. So, in der Runde sollten wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr hinbekommen als in der letzten Runde. Nein, er campt einfach. Er campt einfach. Wie alt ist dieses Game? Ich weiß es nicht. Er campt halt einfach in einem Game, was über 5 Jahre alt ist. So, komm schon, den müssen wir holen. Er ist halt auch wirklich der absolut beste Spieler. Er steht einfach im Gunfight, er bewegt sich einfach nicht. Falls ihr das Video bis hierhin anschaut, schreibt gerne Hashtag Nostalgie in die Kommentare, einfach, dass ich weiß, dass ihr aktiv seid, beziehungsweise dass ich das Video bis zum Ende angeschaut habe. Viele Leute schauen sich die Videos auch teilweise einfach nur an, um die Klassensetups zu sehen. Aber ich freue mich natürlich trotzdem immer, wenn jemand meine Videos schaut, weil er quasi meinen Content sehen will und nicht unbedingt das Klassensetup. Und ja, das war die PP90 in MW3. Wirklich absolute Nostalgiewaffe. Und ich habe gefühlt jetzt in der einen Runde, obwohl wir zweimal verloren haben, mehr Spaß gehabt als in der, ja, kompletten Aufnahme in Modern Warfare. Und das wäre es jetzt von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und nichts in Zukunft über Call of Duty und allgemein Modern Warfare verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich echt mega freuen. Wie gesagt, ich habe wirklich Spaß daran, irgendwelche Multi-COD-Videos aufzunehmen, in denen wir irgendwelche Klassen vergleichen bzw. Waffen vergleichen. Wenn ihr mehr sowas sehen wollt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Und Leute, das wäre es mir. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.